hängen Freiheit und wie hängen Verantwortung miteinander zusammen? Während der Pandemie wurde uns relativ schnell klar, dass es nicht nur um epidemiologische, medizinische und wirtschaftliche Fragen geht. Es geht auch um die ethische Frage, wie wir als Gesellschaft mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, eine moralische Dilemmasituation. Wir haben die Möglichkeit, die Bahn fahren zu lassen, sehen, was passiert. Hier liegen 5 arme Würstchen, die werden überfahren. Oder Sie legen den Hebel um, die Bahn fährt hier lang und dann wird eine Person überfahren. Kosten Nutzen. Wenn ich 5 Leben retten kann, werde ich 5 Leben retten anstatt ein Leben. Vielleicht gibt es ein größeres Ganzes, wo irgendwie ein großer Plan hintersteht. Was hat ein Menschenleben für einen Wert und kann man 5 Menschenleben mit einem wirklich vergleichen? Das wäre bei mir eher die Frage. Also in der Ethik geht es im Grunde genommen darum, dass man für sein Handeln, für seine Motive Gründe gibt. Und dann kann man als Gesellschaft auch im normativen Bereich, im ethischen Bereich miteinander lernen und damit auch Konflikte bewältigen. In der Pandemie wussten wir alle nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also ging es auch darum, Orientierungsleistungen zu geben. Und als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler trägt man nicht nur zur Grundlagenforschung zur Lehre bei, sondern auch eben zu einer solchen Orientierungsleistung, wenn es im Bereich der eigenen Expertise ist. Wir hatten uns in der Tat schon sehr früh zum Corona-Thema geäußert, nämlich schon im März 2020. Die ganze Sache nahm dann Fahrt auf, als es um das Impfthema ging. Und in dem Kontext haben wir einen Artikel geschrieben bei Zeit Online, der über 500.000 Mal gelesen wurde, der breit in den sozialen Medien diskutiert wurde und auch ein Impuls für die Politik sein sollte. Begriffe wie moralische Verantwortung und Bürgerverantwortung finden wir dann im Vokabular auch von Politik. Das, was wir in den Medien gemacht haben, das war eigentlich die Spitze eines Eisberges. Das Ganze basiert auf jahrelanger interdisziplinärer Grundlagenforschung, in der Thomas Beschorner als Wirtschaftsethiker und ich als Ökonom versucht haben, bestimmte Fragen von Verantwortung, auf welcher Ebene der Gesellschaft Verantwortung adressiert werden kann und soll, systematischer zu klären. Dann haben wir einmal als erstes die Freiheit. Ja, hier stellt sich natürlich die Frage nach dem Individuum gegen die Gesellschaft. Dann haben wir ja auch wieder hier das Ich. Und das Wir. Die Nutzen beim Wir und die Kosten für das Ich sind viel, viel geringer als der Nutzen für das Wir. Ich hatte den Eindruck, es wurde noch nie so sehr über den Freiheitsbegriff gesprochen. Und zwar überall in der gesamten Gesellschaft. Am Stammtisch, beim Familienessen, mit Freunden in der Familie und so weiter. Man hat, glaube ich, gesehen, dass um diesen Begriff gerungen wurde. Und oft auch so ein Bauchgefühl, was mit dem Begriff verbunden ist und vielleicht so eine Nähe zur Idee von Egoismus hat, dass das falsch ist. Ich denke auch, dass wir dann ein Stück weit einen Beitrag geleistet haben, einfach zu sagen, was heißt eigentlich Freiheit? Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Also nehmen wir so eine liberale Ethik wie von John Stuart Mill. Da ist schon vor mehreren hundert Jahren irgendwie klar gesehen worden, dass eine auf freiheitlichen Prinzipien basierte Gesellschaft eben umso freier sein kann, umso mehr Eigenverantwortung jeder Einzelne zu übernehmen bereit ist. Also dass wir ein Zusammenspiel haben eigentlich von individueller Verantwortung und gesellschaftlicher Freiheit. Bei dem Grundlagenforschungsprojekt ist es so, dass wir halt unsere Expertisen als Forschende einbringen, um zu versuchen, ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen. Und dann für die konkreten Anwendungen im Bereich der Pandemie haben wir uns natürlich zusätzlich noch eingearbeitet in die gesamte relevante Forschung. Die medizinische Forschung, die pandemische Forschung, die Forschung zur Frage, gibt es einen Zielkonflikt zwischen Medizin, Gesundheit auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite, um dann auf Basis eines möglichst umfassenden Verständnisses hier Orientierungsleistungen zu geben. Wichtig ist zu vermeiden, dass wir einfach nur zum Tagesgeschehen zurückkehren, sondern wir sollten systematisch versuchen zu verstehen, wie wir eigentlich hier in solchen Situationen rational entscheiden können, wie wir Informationen rechtzeitig sammeln, damit wir frühzeitig wissen, dass solche Situationen auf uns zukommen und uns auch noch mal vergewissern, an welchen Werten wir unser Handeln orientieren wollen, damit wir dann in der Zukunft schnell und hoffentlich auch ohne zu große gesellschaftliche Konflikte in der Lage sind, mit solchen Herausforderungen umzugehen.